Hallo und herzlich willkommen zu Haare TV. Wir sind beim Spiel der ersten Mannschaft. Bei mir Patrick Würst aus der ersten Mannschaft. Würsti, grüß dich. Erstmal zum letzten Wochenende in Rimper. Big Point 28-27 gewonnen. Wie wichtig war dieser Sieg für euch? Ja, der Sieg war extrem wichtig für uns, für die Mannschaft, für Selbstvertrauen. Diese Woche haben sie gut trainiert mit dem Sieg im Rücken. Wunderbarer Sieg. Die Punkte waren sehr, sehr wichtig. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Wichtig, ja. Heute die SG Regensburg zu Gast, auch ganz wichtiges Spiel um den Abstiegskampf. Wie seht ihr heute eure Chancen? Was habt ihr euch vorgenommen? Natürlich auf Sieg spielen. 60 Minuten Vollgas. Vorgenommen haben wir uns, wie gesagt, 2 Punkte zu holen, die wo wieder wichtig sind gegen den Abstieg. Und man kann nur nach vorne gucken und aus dem letzten Sieg letzte Woche profitieren und alles Beste machen, was geht, und auf 2 Punkte spielen. Mehr kann man dazu nicht sagen, auch ja. Du bist jetzt schon längere Zeit leider verletzt. Wie schaut es bei dir aktuell aus? Wann kannst du wieder eingreifen und kannst du diese Saison wieder eingreifen, oder wie schaut es bei dir aus? Ja, aktuell bin ich ja seit 4 Monaten leider verletzt. Im Moment bin ich in der Reha im Aufbautraining, und ob ich diese Saison nochmal eingreifen kann und der Mannschaft helfen kann bei den extrem wichtigen Spielen in nächster Zeit, steht leider noch in den Sternen. Aber ich hoffe natürlich, dass es klappt und ich irgendwann wieder eingreifen kann diese Saison. Wird man sehen. Dir alles Gute und viel Glück fürs Spiel. Danke. Nun bei mir Andi. Andi, die Enttäuschung ist wohl riesig, dir anzusehen. 16-21 verloren gegen die SG Regensburg. Das wichtige Spiel, auch mit dem Abstieg. Wie siehst du die Leistung deiner Mannschaft? Bevor ich zu der Leistung komme, würde ich erstmal ein riesen Dankeschön an die Zuschauer sagen. Und die haben uns bis zum letzten Moment unterstützt. Ja, und jetzt zur Leistung. Leistung hat einfach leider nicht gereicht. Wir haben vorne sehr, sehr viele Bälle verworfen, kopfmäßig nicht auf dem Punkt da gewesen. Die Laufbereitschaft war nicht da, wir haben zu viel Standhandball gespielt. Ja, und wer zu Hause 21 Tore bekommt, der muss eigentlich gewinnen, egal wie, aber ja. Auf jeden Fall Hauptmengo am Angriff. Ihr habt nach 10 Minuten 2 Tore gehabt, habt allgemein sehr, sehr viele technische Fehler gemacht, sehr viel verworfen, anderen Torhüter war stark. Wie siehst du es? Ja, also definitiv, da kann ich dir bloß nur zustimmen. Ich denke, wir waren sehr, sehr nervös. Wir wussten, okay, das geht jetzt um 4 Punkte im Prinzip für uns. Ja, das war ein Abstiegsspiel für uns. Dementsprechend sind wir mit dem Kopf reingekommen. Und der Torhüter hat natürlich von denen wieder, der Lotter, einen super Tag, einen Sahnetag erwischt. Und wir haben dann natürlich noch warm geschossen. Ja, und deswegen sind auch dann, naja, 2 Tore in 10 Minuten einfach zu wenig. Du hast angesprochen, die Halle war da. Ihr habt noch ganz, ganz wichtige Heimspiele, die ihr auf jeden Fall gewinnen wollt. Wie siehst du das Restprogramm um das Ziel, zusammen ein Ziel, wie es so schön heißt im Hallenheft, den Nicht-Abstieg zu bewahren? Ja, das Restprogramm ist nicht leichter, nicht schwieriger. Wir haben jetzt nur noch 4 Punktespiele. Wir müssen die Punkte zu Hause vor allem gewinnen und auswärts auch mal ein paar Punkte wiederholen, weil anders werden wir es nicht schaffen. Und ja, von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche denken, gar nicht so weit voraus, und ja, Vollgas, einfach nur Vollgas. Danke dir, weiterhin viel Erfolg. Dankeschön auch. Das war's wieder bei Haro TV, danke fürs Einschalten, bleibt dran, bis dann, ciao.